Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Der erste, ich sag mal, Trailer von Season 4 ist endlich veröffentlicht worden. Er geht gerade mal so eine Minute, ist ein Comic-Trailer. Er zeigt die neue Legende Forge. Ich mach's mal bewusst in Anführungszeichen. Wird das vielleicht doch nicht? Lasst euch einfach mal überraschen. Forge ist definitiv zu sehen. Ich verrate nicht zu viel. Wenn ich euch den Trailer jetzt gleich gezeigt habe, komme ich mit einer kurzen Interpretation dieses Trailers zurück. Und dann war es auch schon wieder. Lasst vorher schon einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu sein solltet. Und wenn ihr keine weiteren Apex Legends Informationstipps und Tricks, Videos und so weiter von mir verpassen wollt, jetzt viel Spaß bei dem Trailer. We're sitting here tonight with James the Forge McCormick. It's great to have you here. Of course it's great to have me here. But please, call me Jimmy. Jimmy, Your recent victories have qualified you to finally compete in the Apex Games. What does that feel like? Oh, it's been a wild ride to get here, but Hammond Robotics has had my back the entire way. I am blessed to have such great support behind me. Now, you've been hailed by many as the people's champion, but some still believe that you are not ready to be an Apex legend. Look, the legends are great and they deserve respect, but they've never faced anyone like me. And when we hit the ground, I dare any of them to bring the fight up close and personal. We seem to be having some technical difficulties. Sorry about that. Don't worry. Da bin ich wieder und ich bin jetzt mega gespannt in den Kommentaren, was ihr von dem Trailer haltet und was ihr reininterpretiert. Für mich gibt es da eigentlich nicht viel Luft zum Reininterpretieren. Ich sage, der Revenant wollte sich als Legende da reindrängeln, damit er als nächste Legende ins Spiel kommt. Quasi wurde Forge jetzt eigentlich als offizielle neue Legende für die Apex Games in dem Interview vorgestellt. Revenant taucht auf, sticht ihn ab, drängelt sich quasi als nächste Legende vor, um in den Apex Games mitzuspielen. Das ist meine Meinung und ich denke, viel mehr kann man gar nicht reininterpretieren. Deswegen sage ich zu 99% Revenant ist die nächste Legende. Respawn hat uns verarscht und an der Nase rumgeführt und ich gehe auch davon aus, warum iLoot Games und Dead One Mining Guys, die zwei Dataminer, die sehr, sehr oft Zukunftspläne von Respawn veröffentlichen, so als kleiner Seitenhieb. Ich zeige euch jetzt nochmal, und das ist nämlich eine Vermutung von mir, das ist das Filmset, was ja vor ein paar Tagen aufgetaucht ist, was ich euch auch gezeigt habe, was ich in meinem Livestream noch schnell selber entdeckt habe. Und ich behaupte, denn morgen am 28.02. passiert die letzte Stufe der Ingame-Teaser. Ihr kennt ja den Teaser jetzt mit diesem Filmset, die Lichter am Himmel, die kamen ja bei der zweiten Teaser-Stufe näher. Und ich sage, in der dritten Teaser-Stufe, quasi morgen am 28. um 19 Uhr, als erstes kommen die Lichter näher und als zweites, ich blende es nochmal ein, behaupte ich, dass das Filmset zwar noch da ist, es wird aber totales Chaos in diesem Filmset herrschen. Was weiß ich, irgendwelche Blutspritzer, irgendwelche Informationen zu Revenant an dieser Position. Das ist zumindest meine Interpretation, also das hoffe ich zumindest, dass genau das passieren wird. Ich werde auf jeden Fall morgen kurz nach 19 Uhr in meinem Livestream, morgen bin ich nochmal live, zocke nochmal ein bisschen den Dummy-Modus, bis morgen 19 Uhr dann auch das Event, das Grand Event komplett zu Ende ist. Und der Forge hat auch übrigens nochmal seine Sponsoren ins Spiel gebracht, und zwar Hammond Robotics. Vier riesengroße Schilder sind übrigens auf der Map aufgetaucht, wer die noch nicht entdeckt hat. Die zeige ich zwar jetzt nicht, aber an den vier Standorten, wo diese Riesenschilder auftauchen, werden auch die Map-Änderungen stattfinden. Und die werden nicht geradezu knapp. Ich kann euch übrigens nochmal, by the way, dieses Bild einblenden. Und jetzt schaut euch mal links das World's Edge mal genauer an. Ihr seht links neben dem Bahnhof einen riesen Krater. Das ist quasi so ein kleines verstecktes Gimmick schon, um zu zeigen, dass an diesem Bahnhof einer dieser Map-Änderungen sein wird. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. So, genug gequatscht. Lasst euch in den Kommentaren aus, was ihr von dem Trailer haltet und vor allen Dingen, was ihr reininterpretiert. Ich denke mal, die meisten werden auf meiner Seite sein. Ich bin mir relativ sicher, der Revenant ist die neue Legende. Das soll es von mir gewesen sein. Morgen am 28. gibt es einen neuen Livestream, wie gesagt. Da werde ich noch ein bisschen den Dummy-Modus durchsuchen, bis um 19 Uhr das Event vorbei ist und wir dann in-game noch ein paar Teaser sehen. Lasst
Wir lassen uns mal überraschen. Lasst viele Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wie gesagt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt von Apex Legends, seid ihr bei mir genau richtig. Also abonniert meinen Kanal. Das war's von mir. Ciao.